Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und ich möchte in diesem Video mal an einem kleinen Beispiel die Veränderungen aufzeigen in einer Bilanz und dadurch die Bilanz erklären. Bekanntlich besteht die Bilanz aus Aktiv- und Passivseite. Passivseite ist die Mittelherkunft, Aktivseite die Mittelverwendung. Also machen wir uns das nochmal klar. Herkunft. Und hier die Verwendung. Und beides zusammen ist eine Waage. Das muss so sein. Man kann nur die Mittel verwenden, die irgendwo hergekommen sind. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir gründen ein kleines mobiles Eisgeschäft. Das heißt, wir fahren mit einem kleinen Motorrad am Sommer vor die Schwimmbäder und verkaufen Eis an die Gäste dort. Und unsere erste Bilanz besteht darin, dass wir zunächst einmal 1000 Euro Eigenkapital haben. Das heißt, wir haben hier 1000 Euro Eigenkapital auf der Passivseite und diese 1000 Euro Eigenkapital stehen auf der Aktivseite ziemlich weit unten auf dem Konto Bank. Wir haben das also auf unser Bankkonto eingezahlt. Und jetzt tun wir einfach so, als würden wir ständig eine Bilanz machen, was man natürlich in der Praxis nicht tut. Das nächste ist, wir kaufen nun ein Motorrad für 500 Euro und wir kaufen Eis und Hörnchen für 200 Euro. Die Passivseite bleibt völlig unverändert, weil die Mittelherkunft das Geld ist, das einmal zur Verfügung war und in den Vermögenswerten der Aktivseite steckt. Achtung, 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 es gibt keinen Schrank, in dem 1000 Euro liegen. Das steckt in den Vermögenswerten der Aktivseite. Es sind das Gleiche aus zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet, einmal Mittelherkunft, einmal Mittelverwendung. Also, wir haben jetzt Anlagevermögen von 500 Euro, das ist unser Motorrad, das ist Anlagevermögen, und dann haben wir Umlaufvermögen von 200 Euro, das ist Eis und Hörnchen, und es bleiben noch 300 Euro Bank. Ja, natürlich 500, 700, 1000, hier entspricht 1000, das heißt auch hier wieder eine Waage. Jetzt kommt das Dritte, wir nehmen einen Bankkredit auf für 300 Euro, das heißt, jetzt sieht unsere Bilanz folgendermaßen aus, jetzt tut sich was auch auf der Passivseite, 1000 Euro Eigenkapital werden ergänzt durch 300 Euro Fremdkapital und diese 300 Euro wandern zunächst mal auf das Konto Bank. Das heißt, wir haben hier wieder unser Anlagevermögen, 500 Euro unser Motorrad. Unser Umlaufvermögen besteht nun aus 200 Euro Eis und Hörnchen, 300 Euro Bank plus 300 Euro Bank, das heißt 600 Euro auf dem Bankkonto. Natürlich auch hier wieder 1300, 500, 700 plus 600, 1300. Auch hier wieder eine Waage. Was ist hier passiert? Hier ist passiert nur eine Veränderung auf der Aktivseite. Wir nennen das einen Aktivtausch. Die Vermögensgegenstände auf der Aktivseite haben ihre Daseinsform gewandelt. Aus den 1000 Euro Bank sind 500 Euro Motorrad geworden, 200 Euro Eis und Hörnchen, 300 Euro sind Bank geblieben. Hier ist es anders. Hier haben wir eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Das heißt, auf der Passivseite sind 300 Euro hinzugekommen, entsprechend auf der Aktivseite hier auch von den 600 Euro 300 Euro hinzugekommen. Aktiv-Passiv-Mehrung. Sowohl die Passiv- wie auch die Aktivseite haben sich verlängert, natürlich um den gleichen Betrag. Beim Aktivtausch bleibt diese Summe hier unten gleich. Bei Aktiv-Passiv-Mehrung und Aktiv-Passiv-Minderung verändert sich diese Bilanzsumme hier unten. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie für weitere Informationen unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie diverse Schnelllernhilfen, die Ihnen helfen bei Ihrem Studium. Und unter spaßlerndenk.de für meine Seminare. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.